ist einfach passiert. Also, das ist einfach so, wie ich es kann. Und ich glaube, ich könnte es gar nicht anders. Also, oder so, wie ich es einfach mache. Ja. Es war nicht irgendwie eine Entscheidung, ich zeichne nicht so. Also, ja. Ich bin Andrea, ich bin 26 und ich arbeite jetzt eigentlich seit eineinhalb Jahren selbstständig. Ich habe in Luzern an der Hochschule für Gestaltung studiert, im Studiengang Animation, und habe im 2011 abgeschlossen mit meinem Abschlussfilm «Der Roni», den vielleicht die einen kennen. Es ist eigentlich noch erstaunlich, dass es noch recht gut läuft. Also, irgendwie kann man plötzlich mit dem Geld verdienen, das man studiert hat, und das ich irgendwie gar nicht so recht gedacht habe oder wirklich geglaubt habe. Aber irgendwie kommt immer wieder etwas. Sobald ich fertig bin, kommt etwas Neues, das ich machen kann. Ich finde es eigentlich mega cool, jetzt, dass ich wirklich jetzt seit eineinhalb Jahren kann für mich so arbeiten in diesem Bereich. Also, im Animationsbereich ist eigentlich auch nicht selbstverständlich. Und irgendwie hoffe ich, dass das irgendwie so ein bisschen weitergeht und dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr mit Leuten zusammenarbeiten kann, auch ein bisschen grössere Projekte. Ich habe jetzt viel, zum Teil tun wir das Zweite, ich arbeite mit jemandem ab und zu noch zusammen vom Studium. Aber ich mache auch viel allein, halt kleine Sachen. Finde ich irgendwie auch cool. Andererseits würde ich amigs gern, oder würde ich gerne mal ein bisschen etwas Größeres mit ein bisschen mehr Leute so zusammen machen. Irgendwie. Das fehlt mir manchmal ein bisschen im Gegensatz zum Studium, wo du halt immer mit ganz vielen Leuten rundherum hast, was auch mega inspirierend ist. Ich habe noch nicht so ein hundertprozentiges Rezept, wie ich es immer mache. Also, irgendwie probiere ich es immer wieder ein bisschen anders. Aber ich glaube schon, ich habe so ein paar Sachen. Das Wichtigste habe ich schon gelernt, langsam im Studium. Du musst ja immer wieder so Projekte machen und Deadline und Abgaben und so. Und ich habe herausgefunden, dass ich irgendwie glaube, etwas zwischen Schreiben und Zeichnen am Anfang, ich muss immer wieder wechseln, also wieder ein bisschen aufschreiben und dann aber unbedingt auch wieder zeichnen, um es irgendwie visualisieren und überhaupt schauen, was geht und was nicht und dann vielleicht wieder schreiben, irgendwie, ja, es kommt so langsam. Und was ich jetzt auch immer mehr merke, ist, ich zeichne ja eigentlich noch viel wirklich gerade auf dem Tablet nachher dann. Aber am Anfang ist es wirklich für mich mega wichtig, dass ich von Hand skizziere und ausprobiere und so, weil irgendwie es ist ganz andere Arbeitsweise. Also es kommen irgendwie viel mehr Ideen und man getraut sich viel mehr einfach mal machen und verschiedene Sachen zu machen von Hand. Ich bin eben gerade daran, Roni einen neuen Look zu verpassen. Soll ich an dem weiterzeichnen? Schau, ich habe einen neuen. Im Winterstil. Kommt noch ein neuer Winterpulli über. Das ist gut. Ja, weil ich meine, ja. Das ist auch schon eineinhalb Jahre her seitdem. Er würde ja jetzt schon auch anders aussehen. Ich bin etwas am Überlegen, mit jemandem irgendetwas. Also, ich glaube nicht nochmal im Film, aber vielleicht mich würde es noch reizen, zum Beispiel so ganz kurze Geschichten etwas zu machen. Oder weißt du, auch zum Beispiel vielleicht als kurze Comics oder als ganz kurze Serie, Film, irgendwie so. Weil es geht ja schon sehr ums Alltägliche, irgendwie. Und es verändert sich auch mega schnell, dort, wo er drin ist. Alle zwei Wochen ist etwas Neues irgendwie hip. Und darum würde sich es, glaube ich, noch gut eignen, so etwas zu machen, wo man schnell machen kann und wo schnell irgendwie rausgeht. Also irgendetwas in dieser Art würde ich irgendwie noch gerne machen. Aber mal schauen. Ich habe das Gefühl, man kann wie etwas, was man zeigen will, besser zeigen an einem Tier. Also, oder einfach auch etwas, wo man sich nicht gewöhnt ist. Jetzt so menschliche Eigenschaften zum Beispiel. Oder so Sachen, die jetzt der Roni hat zum Beispiel. Wenn man einem Tier so eine Brille aufsetzt und so und aufs Rennvelo setzt, dann fällt einem das viel mehr auf. Also, es wirkt viel komischer, als wenn es ein Mensch macht, weil wir sowieso an den Menschen schon gewöhnt sind. Und ich habe das Gefühl, das passiert noch eigentlich bei allem, wo man, wenn man etwas Menschliches will, irgendwie zeigen will. Ich glaube, ich habe sicher auch Zeug vom Roni. Also irgendwie, ich gehe auch mit dem Velo ins Atelier und ich habe auch ich trinke einen Kauripull am Morgen und ich habe ein iPhone, ich weiß nicht was. Aber ich glaube vielleicht nicht ganz so extrem in er. Aber ja, er ist ja auch irgendwie überzeichnet. Aber ich glaube, einen Teil habe ich sicher auch. Ich glaube, ein Teil hat irgendwie fast jeder. Irgendwie. Und
ja, ich glaube, wenn ich das gar nicht hätte, hätte ich wahrscheinlich auch den Film irgendwie nicht, hätte mich das gar nicht interessiert. Also irgendwie faszinieren mich die Leute ja gleich auch. Also so für Ideen, so grundsätzlich, glaube ich, ist einfach alles, was irgendwie halt so auf mich, also was ich sehe, was ich lese, irgendwie, also ich glaube schon vor allem Sachen, die ich beobachte. Also mich interessiert, glaube ich, also für einen Film zum Beispiel schon Sachen, die irgendwie um mich herum passieren und so, wo ich vielleicht auch irgendwie drin bin, die schon auch immer mit mir irgendwie etwas zu tun haben. Und so visuelle Inspirationen, tue ich viel, halt zum Beispiel Bücher durchschauen oder im Internet. Also ich tue viel recherchieren und ich komme auch viel dann erst auf Ideen, wenn ich Bilder sehe irgendwie oder irgendetwas, manchmal ist es irgendetwas ganz Kleines, so nachher genau das ist, was du brauchst.